Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute darüber, ob man sich im Geschäftsleben auf das Bauchgefühl verlassen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir meinen lieben Freund Dr. Ottmar Hill bei uns zu Gast haben. Servus, Ottmar. Hallo, Florian. Ich habe unlängst ein Interview gesehen mit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Ja. Der hat gemeint, dass er in seiner Vergangenheit sehr, sehr viele Entscheidungen mit dem Bauch gemacht hat. Ist das eigentlich eine bekannte Technik, dass viele Manager so agieren und Unternehmer? Sie sagen es jedenfalls. Und ich glaube es ihnen auch. Weil das macht einfach den Vorteil, dass du schneller bist in den Entscheidungen. Und im Management kommt es auf Schnelligkeit an. Wie kann man denn das Bauchgefühl eigentlich definieren? Gibt es eigentlich eine Definition? Weil viele werden sich jetzt fragen, was ist das? Wie spüre ich das? Es ist ganz einfach. Der Hirnzufluss beim Denken ist maximal 55 Bit pro Sekunde. Meinst, Stegreiftheater ist anstrengend. Oder etwas vom Blatt spielen, was ein neues Stück. Der Zufluss bei Intuition ist 20.000 Bit pro Sekunde. Also ein Tausendfaches. Das heißt, du fährst hinter ein Auto und du siehst gar nicht, ob jemand kommt, aber du spürst. Durch irgendwas, durch irgendwelche Sachen, die gar nicht erklärlich sind, dass da was kommt oder nicht. Das heißt, die Intuition ist einfach wirklich etwas, das auch nicht computerisiert werden kann. Man hört ja oft, dass Leute dann nach einem Meeting sagen, das war ein komisches Meeting, das war jetzt aber ein komisches Gespräch, ja. Da habe ich ein komisches Gefühl gehabt. Trotzdem lässt man sich ja aufgrund seiner Erfahrung oft verleiten, trotzdem weiterzumachen. Mhm. Ist das schon einmal so ein erstes Warnsignal, wo man eigentlich nicht weitermachen sollte? Eigentlich auf die Beziehungsebene gehen und sagen, ich weiß nicht, mir geht's nicht gut. Und ich glaube, wir sollten das Gespräch für heute lassen und einen neuen Termin machen. Ist ja nichts dabei. Ja. Also die Leute glauben immer, sie müssen in jedem Meeting alles bewältigen. Warum? Wozu? Also ich denke, die meisten, also eigentlich alle Firmen, sagen, sie gingen nach dem Bauchgefühl, aber intuitive Techniken kennen sie nicht. Die einzige intuitive Technik, die sie kennen, ist Brainstorming und das machen sie nicht. Intuitive Technik, kannst du das einmal kurz erklären? Was kann man sich darunter vorstellen? Also zum Beispiel, wenn du zeichnest, also wenn du eine strategische Planung machst, ne, dann zeichnest du ein Szenario, wie das sein wird in 2 Jahren. Das kannst du nicht mit rationalen Sachen, weil das die Zahlen, der Markt, das geht sich alles nicht aus. Wenn du aber das Hirn ausschaltest, indem du auf Zeichnen gehst, dann kommen Sachen hoch, die du gar nicht filtern kannst. Und dort ist die Wahrheit. Oder Rollenspiele. Du machst irgendwie ein schwieriges Gespräch zwischen 2 CEOs. Simulierst du. Es kommen Informationen hoch, die du vorher nicht gekannt hast. Kann man das trainieren, wenn jetzt jemand sagt, ja. Ich habe eigentlich noch nie auf das Bauchgefühl gehört? Ja. Ich mache eine Ausschreibung, ich habe da 3 Firmen, ja. Die sind eigentlich alle irgendwie grundsätzlich nett und professionell. Wie kann ich hier trainieren, da mit meinem Bauchgefühl zu agieren, bei der Entscheidungsfindung? Indem du in dich reinfühlst und denkst und einfach vorsichtig bewertest, ob du irgendein Gefühl hast oder nicht. Ja? Dem muss man halt folgen. Ne? Hat das jeder Mensch? Kann das ich jeder? Ich glaube, dass es jeder hat, nur viele haben es verschüttet. Also sie nehmen dieses Geschenk, das wir haben von der Natur, nicht wahr. Sie verehren den Diener, nämlich das Hirn, und haben das Geschenk vergessen, sagt der Einstein. Ne? Macht man das mit sich alleine aus oder braucht man einen Sparing-Partner oder einen Profi, der vielleicht ein Gespräch einmal Revue passieren lässt, gemeinsam mit dir? Naja, man kann das üben. Ne? Also wenn das schwierige Verhandlungen sind, dann werden die Generaldirektoren vorher trainiert. Die üben das 3, 4 Mal, 5 Mal die gleiche Szene. Und dann gehen die natürlich ganz anders in die Verhandlung, als wenn sie einfach reinplumpsen. Ist ja klar. Ne? Wenn jetzt ein Manager zu dir kommt und sagt, Ottmar, dieses Gespräch mit dem Florian, das hat mir total gut gefallen. Ja? Ich möchte das jetzt trainieren, weil in der Regel spüre ich nichts in meinem Geschäftsalltag. Was würdest du mit dem machen? Wie beginnst du da? Mentoring. Einfach von Zeit zu Zeit treffen. Lieber kleine Portionen, eine halbe Stunde, eine Stunde. Nicht mehr, weißt du? Wie gehst du da vor? Man fängt bei Null an mit der Kommunikation. Wie ist das Setting?
wie startet man ein Gespräch, warum ist die Aufwärmphase so wichtig, diese Warming-up-Phase, weil du da nämlich dann auf die Beziehungsebene kommst. Welche Fragen sind gut, welche sind ganz schlecht, wo nichts rauskommt. Und das ist eine ganze Prozedur. Und wenn der, sagen wir mal, 2 Monate, 3 Monate das macht, dann ist er schon in einem anderen Zustand. Da gibt es ja Menschen, die dann berichten, nach bestimmten Meetings haben sie auf physische Beschwerden, richtig Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Sicher. Sind diese Leute besonders gesegnet oder begabt für so eine Technik? Nein, ich glaube, das ist jeder hat, nur die lassen das halt vielleicht mehr zu. Oder ja, lassen sie darauf ein. Ich habe gerade jetzt vor 2 Tagen so eine Situation gehabt, wo eine junge Managerin gesagt hat, also ich weiß nicht, mir geht's jetzt so schlecht. Und ich habe gesagt, nein, ist kein Wunder, wir haben ja jetzt da psychisch sehr belastende Diskussion gehabt. Ne? Und das wirkt sich dann auch aus. Es gibt eine Technik zum Beispiel, die wir verwenden, wenn wir Purpose-Arbeit machen, also Sinnfindungsarbeit. Was ist die Identität von der Firma? Und das heißt Intuition Walk, also Intuitionswanderung. Da geht jeder raus in die Natur oder auf einem Platz, das kannst du in der Stadt auch machen, und fährt alle Antennen aus. Sowohl kognitiv für ein bestimmtes Thema, als auch körperlich, also was tut mir weh, was spüre ich im Körper, ist mir kalt, ist mir warm. Emotionell, was regt mich auf, ärgert mich, ein gutes Gefühl. Ja? Und dann auch die Intuition, was sagen mir Gegenstände. Die Gegenstände sprechen, die sprechen mich an. Und wenn mich was anspricht, dann ist das vielleicht eine Botschaft. Und wenn ich das einbaue in meine Entscheidungsfindung, bin ich auf der sichereren Seite. Diese Technik verwendet sie, damit Unternehmen klarer ihren Weg ja sozusagen definieren können? Ja. Strategie vielleicht auch dann justieren, oder? Naja, die Strategiearbeit kommt eigentlich erst nachher. Am Anfang ist immer Kulturarbeit, Werte. Kultur. Wie gehen wir miteinander um? Was ist unsere Bestimmung? Das ist praktisch das Fundament von allem. Und die Firmen, die besonders viel in diese Kulturarbeit investieren, also zum Beispiel Apple, ne? Die sind die ganze Zeit auf Kulturarbeit. Und deswegen verkaufen sie die Kasteln doppelt so teuer wie die anderen. Weil sie sich auf das konzentriert haben, jahrelang. Und die das machen, die sind halt einfach einen Wettbewerbsvorteil. Du hast Apple angesprochen, da gibt es ja auch sehr viele gute Interviews von Steve Jobs, wo er gesagt hat, er hat begonnen mit 2, 3 Partnern und dann hat er immer geschaut, wer tut mir gut und wer ist fürs Team gut. Ist das dann schon so eine Purpose-Arbeit? Das heißt, wenn du ein Unternehmen gründest, ja, musst du mal beginnen, mit welchen Menschen umgibst du dich? Das ist mal der erste Schritt. Da muss das Gefühl auch ja gut sein, oder? Das braucht natürlich Gefühl, sozusagen. Natürlich, wenn du jemanden dazu nimmst, der überhaupt nicht passt. Auf der anderen Seite ist das auch fatal, ja, weil die meisten Personalisten oder irgendwie Manager, denen ist gar nicht bewusst, dass sie nach den ersten 15 Sekunden, wenn sie jemanden kennenlernen, schon die Entscheidung gefällt haben, ob sie ihn nehmen oder nicht. Und dort ist das Bauchgefühl gefährlich, weil nur weil da jemand sympathisch ist, dann fantasierst du vielleicht, dass der auch die Fähigkeit hat und die Motivation für den Job. Das heißt, diesen Teil der Chemie, man sagt ja, stimmt die Chemie, den dürfen wir erst dann einsetzen, wenn alle anderen Vorbedingungen erfüllt sind, wenn das Fachliche stimmt, wenn das Psychometrische stimmt, wenn der psychisch halbwegs gut benannt ist. Aber manche Positionen können auch eine labile Person ertragen. Aber als Verkaufsleiter darf er das nicht sein. Ne? Dass die Gefahr ist, dass sich das Bauchgefühl täuscht? Ja, das täuscht dich nicht. Du merkst schon, dass der dir gut tut. Nur das heißt ja noch lange nicht, dass der den Job kann. Deswegen. Das ist zuerst fachliche Kompetenz abfragen. Prüfen mit einem Einstiegsinterview, dann einen psychologischen Test und zwar einen Kurden. Da gräbst du sehr viel Blödsinn. Du hast ja auch welche entwickelt, glaube ich, oder? Sehr, sehr gute. Wir haben einen sehr guten, mit 6 Modulen und das in 30 Sprachen, sogar Chinesisch. Und dann, wenn das halbwegs gelungen ist im Vergleich zum Anforderungsprofil, dann muss der Vorgesetzte, dann darf erst der Vorgesetzte mit den Letztgereihten reden, dann kann er
dann kann er nach dem Gefühl entscheiden, weil dann kann er keinen Fehler mehr machen. Die sind alle schon handverlesen. Da kann der Drittbeste, der ihm sympathisch ist, trotzdem dadurch der geeignetere sein als der Erstbeste, der ihm nicht so sympathisch ist. Egal. Dann gibt es immer noch das Risiko, das haben wir aus unserer eigenen Erfahrung, du weißt, wir haben da schon oft darüber diskutiert und auch schon gearbeitet gemeinsam, das Thema, dass dann die Leute nachlassen, was die Arbeitsmoral, was den Fleiß, was die Motivation anlangt. Also der hat zwar gepasst, die Tests waren gut, die Sympathie war gut, das Bauchgefühl war okay, aber dann lasst er nach. Ja? Motivation fehlt dann. Was macht man in solchen Fällen? Lahme Ente. Das ist meistens eine Abnutzungserscheinung, wo die Kommunikation nicht passt. Das ist zu wenig Kommunikation. Also Leute sind immer verführbar dazu, dass sie Höchstleistungen bringen. Aber da muss jemand da sein, der mit dem redet. Peitschentreiber. Man braucht ja gar nicht peitschen, einfach sich empathisch dem widmen. Also wir haben so eine, also meine Frau ist ja auch Psychologin, die hat so einen Service, das heißt Boxenstopp für Teams. Ich meine, das Auto wird die ganze Zeit in die Werkstatt gestellt, alle paar tausend Kilometer, aber die Firmen glauben, die Teams müssen schnurren forever. Das ist natürlich ein Blödsinn, weil wenn die Reifen abgefahren sind und die Batterie ausgelaufen ist und der Benzin auf Reserve gewinnt, kann er rennen. Das heißt, man macht einfach ein Retreat, wo man einfach rausgeht in den Wald, wandern und das Ganze, den ganzen Frust und das angestaute Abfallmaterial entsorgt. Der hat mir das angetan, die Frau hat mich so komisch angeschaut, die mag mich nicht. Aber geredet hat er noch nie mit ihr, ja? Also, das heißt, man säubert sich und dann wird eine Motivation aufgebaut. Und das ist eine ganz normale Erfahrung. Und das leider, es hält nicht lang an. Nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, fängt schon wieder an. Das ist bei uns in der Firma genauso, nicht? Also da kommen sie immer nach dem Urlaub und sagen sie, übrigens, ich wollte Ihnen nur sagen, also ich habe da mit dem ein Problem oder mit derjenigen. Sag ich, na, hast du schon geredet mit dir? Nein, das habe ich nicht, ich rede nicht mit dir. Naja, wie soll es denn dann gehen? Ne? Also, ich meine, wir sind in den Firmen in der Steinzeit, was die Kommunikation betrifft. Und was die Psychologie betrifft, erst recht. Vor 15 Jahren hat nur jeder gewusst, was eine Projektion ist. Heute nicht mehr. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die bewusst immer noch Antworten von oben suchen, die auch sehr gläubig sind etc. Ja. Die sagen nur das Bauchgefühl, nur das Gefühl und alles ist vorbestimmt sowieso. Dann gibt es aber auch pragmatische Menschen, durchaus sehr erfolgreiche Unternehmer, die sagen, das ist alles Quatsch und das Bauchgefühl und diese Sachen interessieren mich alles nicht. Ich bin ein faktenbasierter Mensch. Ja. Ja. Denen gibt hin und wieder auch der Erfolg recht. Mhm. Was kann man solchen Menschen sagen oder was sagst du denen, wenn du mit denen diskutierst, jetzt über das Thema Bauchgefühl? Ganz ein einfacher Satz, ganz ein einfacher Satz. The mind, der Verstand, the mind is a wonderful slave, but the terrible master. Das heißt, der dient dir. Du musst dann schon ein Excel-Sheet machen. Nur wenn sie die am Anfang nicht verstehen, kauft dir die Firma nie ab. So viel Berechnungen kannst du gar nicht einstellen. Ne? Also das heißt, diese emotionale Basis ist die Grundvoraussetzung für jedes rationale Handeln. Du würdest sagen, Entschuldigung, dass die Emotion der Master ist, also sozusagen das Hauptentscheidungstool? Emotion und Intuition. Mhm. Also die Emotion deswegen, weil die Emotion im limbischen System im Zwischenhirn unter dem Großhirn ist. Und das ist die ältere Hirnstruktur. Und die ältere Hirnstruktur sticht immer die jüngere. Das heißt, ich muss mich, Tiere können sie beschnuppern. Das ist uns nicht erlaubt, also uns Menschen. Aber leider können, eigentlich. Aber unser Beschnuppern ist dieses Smalltalk. Mhm. Weil dann lerne ich dem seine Stimme kennen, ich schaffe Vertrauen, ich denke mir, aha, das ist sympathisch, nett ja. Oder so, dann reden wir einfach blöd und wir dumm. Und diese Investition von diesen 2-3 Minuten dient dann dazu, dass ich auch rational den nächsten Verhandlungsschritt setzen kann. Und wenn der dreimal nein sagt, dann muss ich sagen,
Sie haben jetzt schon dreimal widersprochen, wenn man heute einen schlechten Tag, sollte man aufhören, machen wir uns einen neuen Termin auf und aus. Ne? Dann sagt, nein, nein, ist eh nicht so gemeint. Und dann geht's wieder weiter. Nicht? Also das heißt, ich muss immer die Basis bauen, und das ist, indem ich über das Gespräch rede und nicht im Gespräch. Und wenn ich dann eine gute Basis habe mit der anderen Person, dann kann ich den nächsten rationalen Schritt. Und der Weg ist zwar viel länger als die Direttissima, aber viel schneller, weil ich kann den Turbo einschalten. Mhm. Da kann mir nichts passieren. Wenn ich da nicht direkt drauf gehe auf das Ziel, gefährlich, stürze ich ab, dauert lang, anstrengend. Es gibt auch medizinisch bewiesen, diese Hirn-Bauchachse, das ist ein Zusammenspiel zwischen Gehirn und Darm. Darmflora schlecht, wirkt sich auf die Gehirnleistung aus und auch umgekehrt. Mhm. Hat das damit auch ein bisschen was zu tun, dieses Bauchgefühl, weil es eine Verbindung gibt, auch medizinisch nachgewiesen? Angeblich sind es sogar Gehirnzellen, aber nicht viel. Es sind nur ein paar tausend, aber immerhin, die sind da. Ja, ja. Ich meine, die Native American, also die Indianer, haben wir vorher gesagt, haben das Sprichwort Body-Mind und Brain-Mind. Wenn ich was vom Hirn her verstehe, dann muss ich erst warten, bis das vom Hirn durch diesen Flaschenhals des Halses, ob es sinkt in den Körper, bis der Körper einverstanden ist. Das braucht eine bestimmte Zeit dann, oder? Ja, bei uns ist übrig geblieben von diesem Denken, ich muss erst einmal drüber schlafen. Und das ist wirklich gut. Also wenn du was Wichtiges entscheiden musst, dann ist wirklich besser, du, auch wenn das nur so gut im Hirn passt, lass der Zeit, bis das in den Körper sinkt, der Körper sagt dir es dann. Man sagt ja auch, schwierige Entscheidungen oft dann in der Früh treffen oder am Vormittag, oder? Ja, weiß, kann ich nicht, ja, wahrscheinlich. Kann durchaus sein, ne? Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst, wo sich jemand dann einlesen kann in das Thema intuitive Entscheidungen, Bauchgefühl? Ja, eindeutig Professor Gigerenzer, der war Ordinarius, der hätte Ordinarius in Salzburg werden sollen, nur meine Frau sagt immer, die Kognitionsmafia hat am nicht akzeptiert. Er ist jetzt Professor in Deutschland und er hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Bauchentscheidungen. Und da beweist er in vielen, vielen Beispielen, wieso die Bauchentscheidungen einfach schneller gehen. Also Beispiel, Fußballspielen. Du schießt den Ball weg. Ja? Das Wetter, der Wind, die Schwere vom Ball, wie es dem triffst, wie hoch er fliegt, wo er dann ankommt. Das könntest du rational überhaupt nicht. Und ein großer Teil dieser Fußballbegeisterung ist, weil die Leute sehen wollen, wie schnell die Intuition ist. Ja? Das meiner Meinung nach, ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Ne? Sehr tolles Beispiel. Bei mir zum Beispiel auch nicht bewusst zum Thema Fußball. Da geht es sich um Sekunden, ne? Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen, die ich im Geschäft getroffen habe, rückwirkend, wo ich weiß, das war nicht die richtige Entscheidung jetzt, habe ich sehr oft, wenn ich das dann analysiere, so das Thema, dass ich vom Bauchgefühl her gewusst habe, dass irgendwas nicht stimmt. Warum ist man dann so, dass man das dann trotzdem übersieht und trotzdem dann macht? Aber was ist das für ein Mechanismus? Ja, da kommen halt, man hat ja verschiedenste Einflüsse. Ne? Jemand flüstert da was ein oder du hast irgendeine Fantasie, die gar nicht stimmt, die du nicht nachgeprüft hast. Weißt, ich glaube, dass im Management geht es immer um Geschwindigkeit. Also es ist auch relativ egal, ob du dich richtig oder falsch entscheidest. Wichtig ist nur, dass du dich entscheidest. Und gute Manager entscheiden sich innerhalb von einer Viertelstunde auf um 180 Grad in die andere Richtung, wenn es sein muss. Ne? Das geht ja schnell. Und dass die Mehrzahl der Entscheidungen richtig ist. Zumindest ist mehr richtig als falsch. Das wäre nicht schlecht. Ja, genau. Ist übrigens auch bei den bekannten Hedgefonds-Managern und bei den Aktientradern so, dass die ja nur 55 oder 60% richtige Trades haben, der Rest ist falsch. Ist das so? Ja. Ich weiß nicht, ob du in Aktien investierst. Ich mache es auch sehr gerne. Ich beschäftige mich viel mit Investments. Sure, ist das Bauchgefühl, wenn man Aktien kauft oder Investments tätigt, auch ein guter Ratgeber? Ja, kann man schon vorstellen. Was würdest du sagen? Ja, ich meine,
Der Warren Buffett ist wahrscheinlich kein Rationalist. Der hätte mit uns jetzt keine Freude. Was? Der hätte mit uns keine Freude ich jetzt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass der auch für ihn. Glaubst du nicht? Glaubst du, dass er rational ist? Na, er schaut sich die Manager an. Bevor der investiert, redet er viel mit den Managern und mit den Aufsichtsräten. Mhm. Und er braucht ein gutes Gefühl schon auch bei den Managern. Die müssen integer sein, die müssen Arbeitsmoral haben, etc. Das sind auch schon ähnliche Werte auch. Ne? Schaut sich die Werte an. Ja? Interessant, ja. Investierst du gerne jetzt auch? Bist du investmentmäßig unterwegs? Überhaupt nicht. Nein, ich meine, ich verkaufe jetzt dann einen Bauhof in Lustorf bei Melk und mir taugt das, was ich mache, weißt? Und das ist einfach wirklich Organisationen beraten, die eben in einer schwierigen Situation sind. Das ist so ein, nicht ein Helfersyndrom, aber das ist irrsinnig spannend. Also angenommen, eine Elektrofirma geht nach Mexiko und kauft dort so eine kleine Elektrobude mit 300 Leuten. Und dann kommen sie drauf, dass die Mexikaner eine ganz andere Arbeitsmentalität haben. Weißt du, wie andere, ne? Und ich meine, ein anderes Bauchgefühl vielleicht auch, ne? Ja, wenn man mehr Burritos isst, ne? Das mit Bauchgefühl Geld vielleicht anders, nix, ja. Mit Geld kannst du nichts machen. Die machen was wollen. Und dann fährt halt wer rüber und dann kommt der südamerikanische Trainer, der Spanisch spricht und dann verbringt man 5-6 Tage miteinander und dann plötzlich nehmen die E-Mails ab, nehmen die Konflikte ab, dann wird's ein Geschäft. Wenn die das nicht machen, dass sie investieren in eine gemeinsame Kultur, wird das nie ein Geschäft, nie im ganzen Leben. Ich glaube, du liebst auch die Herausforderung, ja, sicher, so komplexe Sachverhalte zu lösen, oder? Es geht nur um Komplexität. Ja? Und zwar die Kompliziertheit haben die Firmen im Griff. Der Frederic Laloux schreibt in einem Buch, Flieger bauen ist urkompliziert. Weil du hast 30.000 Teile, jeder Teil ist beschriftet, du weißt, wie du es einbauen musst und was passiert, wenn du es schlecht einbaust und so. Alles klar, das können die. Du kannst es auch wieder zerlegen, das Flugzeug komplett. Beim Auto genauso. Ein Teller mit Spaghetti, der ist überhaupt nicht kompliziert, aber sehr komplex. Weil wenn du zwei Nudeln rausziehst, kann kein Computer, nicht einmal ein Quantencomputer, berechnen, wie sich der Haufen verändert. Und du bringst die zwei Nudeln dann niemals mehr wieder so ein, wie es vorher drinnen waren. Und das ist praktisch die Bewältigung der Komplexität. Das hat mich eigentlich mein Leben lang interessiert. Die Kompliziertheit, das war, also so qualitätsmäßig, das finde ich alles irrsinnig fad. Und dort sind ja eh die Firmen gut, ne? Du brauchst dir noch nicht helfen. Ne? Sehr, sehr spannend. Ottmar, ich habe jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Danke. Ich hoffe, dass unsere Zuseher beim Ansehen des Videos dann auch ein gutes Bauchgefühl bekommen. Ja? Danke abermals für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Gesundheit. Bitte gerne. Hat mir gefallen. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.